Hallihallo, ihr Lieben da draußen, ein herzliches Willkommen heute hier bei der Mod-Vorstellung im LS22. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir wollen es heute sehr kurz und knackig halten, denn wir haben heute einen ganz besonderen neuen Mod, den es im Mod-Hub gibt. Unten in der Videoverlinkung habt ihr natürlich auch die Links drin, wo ihr das ganze Ding herbekommt. Wir gucken uns als erstes mal an, was ist denn das überhaupt? Wer sich im Shop wieder nicht zurechtfinden kann, beziehungsweise wer da sagt, oh, das ist mir zu viel, guckt einfach hier rein, unter JCB, Teletruck, und da gibt es zwei Sachen zur Auswahl. Einmal der Teletruck Industry Pro und einmal der Teletruck Electric. Wir haben den Industry Pro draußen jetzt gerade gesehen und der Electric ist einfach ein bisschen anders aufgebaut, elektrisch halt. Ihr könnt die britische Flagge wegmachen, ihr könnt die Hauptfarben ändern, es gibt alle Farben, die wir zur Auswahl haben im Standardspiel, ganz normal. Felgenfarben sind auch einige, viele sogar dazugekommen, ne? Wer das will, kann das gerne so hier basteln. Muss man jetzt natürlich nicht unbedingt, man könnte jetzt zum Beispiel das Ganze auch so machen, sieht irgendwie ganz niedlich aus, ganz neckig, ganz cool. So, was ist jetzt eigentlich der Vorteil an der ganzen Geschichte? Wir haben im Endeffekt einen Gabelstapler. Na, also ich kann da hier nochmal reingucken. Genau dieselbe Geschichte, Einstellungsmöglichkeiten, alles genauso. Wir haben im Endeffekt einen Gabelstapler oder auf eine Gabelstapler-Plattform aufgebaut. Einen Teleskoplader. Hat einen sehr großen Vorteil, nämlich, wenn wir uns mal reinsetzen, das zeige ich euch jetzt mal, wir haben einen übelsten Rundumblick, wie als wenn wir Gabelstapler fahren. Und ihr wisst ja, im LS ist es so, dass ein Gabelstapler meistens einfacher zu handeln ist. So, und jetzt wollen wir nochmal probieren, ob wir auf dieser Gabelstapler-Plattform auch alle möglichen anderen Güter transportieren können, denn wir können verschiedene Gabeln ranbauen. Wir können verschiedene Anbaugeräte überhaupt ranbauen und so weiter und so fort. So, es ist hier drin alles animiert. Ihr seht jetzt, also ich zeige es euch mal, ne, der Joystick ist animiert. Finde ich eigentlich ganz geil, muss ich zugeben. Und wir versuchen jetzt einfach mal hier so ein bisschen Silage oder Mischration mal aufzuladen. So, wir fahren ganz normal ran, wie ihr es eigentlich schon kennt. Ja, wartet mal. Jetzt. So. Ne, ihr fahrt also ganz normal ran, wie ihr es einfach schon kennt. Macht oben zu. Und ihr könnt hier wieder verladen. Also, was ich sagen wollte. Jetzt war ich kurz ein bisschen abgelenkt durchs Radio. Was ich sagen wollte, ihr könnt natürlich auch, zeige ich euch mal von außen. Es sieht niedlich aus, ne? Ihr könnt aber auch rausfahren und das sogar ganz schön weit, muss ich zugeben. Ne, ihr könnt das ganze Ding extrem hochfahren und da auch nochmal extrem ausfahren. Also ihr kommt in sehr, sehr große Höhen, muss man zugeben, auf eine wirklich, wirklich ganz, ganz kurze Distanz. Also fetzt eigentlich ziemlich gut. So, wir sind natürlich auch sehr, sehr beweglich, ne, weil, wie gesagt, Plattform, Gabelstapler. Und abladen, wie man es halt schon kennt. Ne? So, da mache ich jetzt nichts Neues, glaube ich. Wir laden das mal hier ein. Machen das Ding auf. Fahren noch ein Stück ran. Und laden das hier ab. So, okay. So viel schon mal dazu. Dann würde ich sagen, lass mal einfach mal die Gabel kurz hier liegen. Und fahren mal rüber zum Gerste-Lager, will ich jetzt mal sagen. Auch hier einfach Schaufel anhängen, so wie wir es kennen. Und ranfahren, jetzt ist er natürlich sogar schon voll. Genau, ihr seht jetzt, Handling alles bestens, alles perfekto. Und man muss auch sagen, der wackelt nicht rum oder ist sehr kopflastig, also das muss ich sagen, ist eigentlich ziemlich geil. Verladen, fertig und das war's im Endeffekt. Ja, viel mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen. Wir haben mehrere Anbaugeräte, das kann ich euch auch nochmal zeigen. Nämlich, ich muss mal gucken,
wenn wir hier draufdrücken, Kombinationen, dann haben wir natürlich eine Palettengabel, wir haben eine Folienballenzange, wir haben einen Ballenspieß, Ballengabel, eine Hochkippschaufel haben wir, eine Gabelzange, eine Stumpfenfräse sogar und eine Poltergabel für den Forstbereich. Ja, viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen und ja, schaut einfach mal, ob euch dieser Mod gefällt. Also wie gesagt, mein Fazit ist, wir empfehlen definitiv weiter und der wird bestimmt immer mal zum Einsatz kommen. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, in der nächsten Mod-Vorstellung. Seid da mal gespannt, da gibt es nämlich was ganz Besonderes Neues. Bis dahin, macht's mal gut, wir sind erstmal raus. Tschüss und ciao.